Antenne. 100% Rock. Nonstop. Was ich immer liebe, deswegen darf Hans gleich anfangen. Er ist einer der begeisterten Präsentatoren des eigenen Produktes. Finde ich immer klasse. Erzähl uns ein bisschen was zu der 1290er Super Adventure. Ja, also unsere 1290 Super Adventure ist jetzt die Weiterentwicklung von unserer 1190. Jetzt haben wir eigentlich alles, was es damals noch an Zubehör gab zum Kaufen, haben wir jetzt serienmäßig in dem Fahrzeug verbaut. Sprich, wir haben jetzt Heizgriffe serienmäßig, einen beheizten Sitz, semiaktives Fahrwerk. Wir haben den Motor nochmal aufgerüstet. Wir haben jetzt 160 PS in dem Fahrzeug. Das Drehmoment wurde nochmal gesteigert. Unter anderem, wie bei der 1190 auch schon, haben wir das MSC, also das Kurven-ABS, alles serienmäßig mit dabei. Eine höhenverstellbare Scheibe, mehr Windschutz von vorne, der Tank ist größer geworden. Also es ist in allen Belangen einfach eine Weiterentwicklung von unserer 1190er geworden. Wahnsinn. Rico, was macht für dich so den Unterschied aus zu den anderen Reise-Enduros? Was ist so, wo du sagst, ja, das ist unsere KTM? Also was mir, ich hatte das Vergnügen, das Motorrad schon zu fahren, ausgiebig vor einer Woche, und die Ansprüche sind natürlich sehr, sehr hoch. Das ist ein Motorrad, was eigentlich kaum Kompromisse eingeht. Das heißt, man hat ein wahnsinniges Drehmoment, man kann dementsprechend sehr schaltfaul fahren, also ein Drehmoment also ohne Konkurrenz zur sozusagen Konkurrenz, aber auch eine sehr schöne Drehfreude. Also man hat die Wahl, ob man eben untertourig fahren möchte, komfortabel reisen möchte oder auf Knopfdruck sehr sportlich wie eine große Supermoto einfach mal einen Pass erklimmen. Okay, ab wann kommt sie zu euch, zu den Händlern? Ist sie schon da oder habt ihr uns sie jetzt wirklich für die Messe mitgebracht? Also die Auslieferung hat jetzt praktisch begonnen. Also es wird jetzt nach und nach jeder Händler mit so einem Fahrzeug beliefert. Also es sollte spätestens in 2 Wochen bei jedem Händler eins verfügbar sein. Okay, habt ihr noch so ein paar technische Grunddaten der Maschine? Also was wir erstmalig bei dem Motorrad sehen, ich könnte es mal kurz vorne andeuten, ist ein Kurvenlicht. Jeder, der schon mal in der Nacht einen Pass gefahren hat, hat sich sowas gewünscht. Jetzt erstmal auch in Serie. Also einfach ein schräglagenabhängiges System, was einfach besser die Fahrbahn ausleuchtet. Und für mich persönlich ein großes Highlight ist das neue semiaktive Fahrwerk von WP. Das bedeutet im Endeffekt, dass man zum Beispiel sich eine Grundeinstellung aussuchen kann. Ich bin sie in Komfort gefahren, aber sobald man eben ein straffes Fahrwerk braucht, also hartes Bremsen, hartes Beschleunigen, merkt sofort das System, was benötigt wird und macht die Dämpfung zu. Das heißt, keine Kompromisse mehr eingehen. Man hat maximalen Komfort, aber auch maximale Rückmeldung bei sportlicher Fahrweise. Wo finde ich euch denn hier auf der Messe und was wird denn die Super Adventure im Laden kosten? Also als erstes, wir sind in Halle 3, also praktisch genau auf der anderen Seite der Türe. Und das Fahrzeug kostet 17.895 Euro. Für 7 hätte ich jetzt gleich 2 bestellt. Bei 17, okay. Aber man kriegt etwas, was sein Geld absolut wert ist. Das ist der Wahnsinn, was ihr alles reingebaut habt. Wenn die Messe vorbei ist und ich vielleicht mal eine Probefahrt machen möchte, wo finde ich euch dann außerhalb der Messe? Also es gibt 2 Läden in München praktisch. Einer ist am Frankfurter Ring in der Ingolstädter Straße und der andere Laden ist im Münchner Süden in der Basler Straße. Und damit sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt, dass wir alle mit einer Probefahrt beglücken können, hoffe ich. Super, perfekt. Noch so zum Abschluss, wir haben jetzt wahnsinnig viel Informationen gehört. Was ist denn euer persönliches Lieblingshighlight an der Super Adventure, wo ihr sagt, ja, das hat mich jetzt wirklich nochmal beeindruckt oder gekickt? Also mich persönlich hat wirklich dieses semiaktive Fahrwerk am meisten überrascht, weil ich immer aus der Ecke komme, ich bin immer sehr harte Fahrwerke früher gefahren, weil ich gern sportlich unterwegs bin. Und darum musste man sich immer entscheiden, aber das ist jetzt vorbei. Also absoluter Traum des Fahrwerks. Und für dich? Ich finde das Drehmoment von dem Motor Wahnsinn mit seinen 1300 Kubik und ein wahnsinniges Drehmoment, was sehr, sehr schön zum Fahren ist. Also ich sehe, es leuchten schon ein bisschen die Augen. Alle freuen sich schon auf die neue Motorradsaison. KTM mit einem Riesenstand in Halle 3, natürlich mit der kompletten Produktpalette. Was habt ihr sonst noch so als Highlights mit dabei? Die Super Duke, dann
die 690er Palette, 125er, also mit alles, was man praktisch braucht, um glücklich zu sein beim Motorradfahren. Schön und auf dem Punkt, wunderbar. Danke, dass ihr rübergekommen seid und uns die Super Adventure mitgebracht habt. Gerne, danke. Dankeschön. Rock Antenne, 100% Rock, nonstop.